Moin Leute zusammen, heute am Start mit Assassin's Creed Unity. Ich hoffe, euch geht's gut, Leute. Mir geht es gut. Ich nehme gerade am Freitag, den 30.01. auf, wo wir uns einen 24-Stunden-Livestream gemacht haben. Ich hoffe, ihr wart dabei. Es ist gerade mitten in der Nacht. Ich habe gerade Dennis, glaube ich, um 2:30 alleine gelassen. Und werde jetzt erstmal hier eine schöne Session Assassin's Creed Unity aufnehmen. Ich habe gerade übelst Bock gehabt. Deswegen zocke ich jetzt auch gerade einfach. Wenn man Bock hat, sollte man am besten zocken. Ja, ich hatte gerade keine Lust zum die ganze Zeit nur Dennis zuzugucken. Deswegen habe ich mich entschieden, ja, können wir auch aufnehmen. Und Leute, hatte ich gerade keine Lust. Muss ich ehrlich sagen. Da habe ich mich entschieden. Assassin's Creed haben wir lange nicht mehr aufgenommen, haben wir lange nicht mehr gespielt. Letzte Woche kam auch gar nichts raus. Ich kam, glaube, nur Montag was raus. Oder Dienstag. Dafür würde ich mich gerne nochmal entschuldigen, aber letzte Woche, ich habe mir so gedacht, okay, der Januar war scheiße. Muss man ehrlich sagen, muss man so derbst sagen, der Januar war doof. Da habe ich nicht viel hochgeladen, ne? Haben wir überhaupt noch alles? Ah, haben wir nicht so viel mehr. Warte mal, gibt es irgendeinen Typen, wo man hier noch... Ach, das ist ein Lampard. Krass. Okay, rein theoretisch könnte man nochmal ganz schnell dahin laufen. Kann ich immer mehr labern. Okay, wir laufen jetzt mal schnell dahin, bevor wir die Mission annehmen. Wartet. Wo war ich nochmal? Ja, da wollte ich gerade LOL aufnehmen. Nee, warte mal, ich weiß gar nicht, wo ich gerade war. Ah ja, der Januar. Naja, war so heklig. Es war mal eine komplette Woche, kam ja Assassin's Creed raus. Das fand ich heute auch von mir selber sehr erstaunlich. Aber sonst hat es eigentlich immer gehangen, der Januar. Kein guter Jahresanfang. Wie wir im Jahr aufgehört haben, so haben wir gleich das wieder vorgesetzt. Das sollte gar nicht passieren. Das wollte ich auch gar nicht damit bezwecken. Ich wollte eigentlich 2015 schön neu durchstarten, aber das hat sich gar nicht so gewollt. Jetzt ist aber das Gute dran. Muss man dazu sagen. LOL, die neue Season ist wieder da. Das heißt, ihr könnt euch bald auf LOL folgen. Ja, ihr könnt auf LOL folgen warten. Könnt wieder die Fails, die Rages, die triumphierenden Siege von mir beobachten und den Weg zu Platin, vielleicht sogar zu Diamond mit beobachten. Haben wir jetzt eine komplette Season Zeit und werde definitiv mich jetzt nicht wieder einen Monat davor wieder entscheiden zu spielen. Definitiv nicht. Ich habe ja schon angefangen. Habe ich ja gerade eben gesagt. Und jetzt gucken wir uns wieder die wunderschöne Landschaft an. Und ihr habt da auch schon einiges geplant für dann für Februar und das Rest des Jahres, zumindest für Februar, März. Februar soll ja am 10. Februar soll ja Evolve rauskommen. Das werden wir erstmal testen, alle bei Dennis. Dennis hat es vorbestellt und so werden wir erstmal alle testen. Wir werden uns alle runterladen, weil wir das Family Sharing gemacht haben. Wer ist wir? Das wir bezieht sich auf Flo und meiner Wenigkeit. Und wenn es bei uns nicht leckt, dann werdet ihr bei uns definitiv Evolve sehen. Vielleicht nicht jeden Tag, sondern so alle, naja, alle 2 Tage. Vielleicht wird es Assassin's Creed, nicht Assassin's Creed, müsste vielleicht eventuell da vorbei sein. Integrieren, alles auffüllen kann ich gar nicht so. Ja, Medizin brauche ich ja nicht unbedingt, ich brauche eigentlich nur den Berserker-Pfeiler. Gleich, wartet, ich muss mich gerade nur darum... Phantomklinge, alles auf. Ah, ich hatte 300 Gold. Oh, muss noch eine bessere Klinge. Ey, noch eine, kann ich kaufen. Okay, jetzt haben wir gar nichts hier. Ah, das ist doof. Gut. Ja, dann werdet ihr höchstwahrscheinlich Evolve von uns sehen. Und es wird höchstwahrscheinlich, glaube ich mal, CSGO ersetzen. Ja, okay. Jetzt kommt die Frage, warum CSGO? CSGO fanden wir alle toll, schön und so. Ja, CSGO fand ich auch toll und schön. Aber muss leider dazu sagen, die alte Gruppe, sage ich mal, besteht da nicht mehr. Nur noch eigentlich mehr oder weniger die neue Gruppe. Rico und mir. Ich war gestern in deiner Schenke. Jo. Schön, dass wir 2 gekillt. Vielleicht haben die auch noch Gold dabei. Ja, die neue Gruppe besteht mehr oder weniger aus meiner Wenigkeit und aus Rico. Und weil er jetzt noch die LOL-Season angefangen hat, war das eigentlich nur so ein Zwischenleger.
LOL wird natürlich höchstwahrscheinlich jeden Tag kommen. Vielleicht auch nur Montag bis Freitag oder vielleicht auch Montag bis Sonntag. Ich weiß es noch nicht. Muss ich schauen? Werd mal sehen. Kann ich mir den Hund integrieren? Okay, das ist doof. Bei Assassin's Creed 3 konnte man mit den Tieren integrieren. Schade. Ja. Jetzt können wir nur noch Folgendes noch weiter sagen. Ja. Assassin's Creed. Ich werde mal jetzt schön zu Ende spielen. Danach wird vielleicht das neue DLC dazu achten. Ich weiß nicht, ob ihr es bei jemandem schon gesehen habt oder so. Dead Kings war ja kostenlos für diejenigen, die die Legs hatten. Und wir machen jetzt Sequenz 12, Erinnerung 1, das höchste Wesen. Was ist denn mit der Welt los? Krass. Und da werden wir mal schauen. Ich werde gleich mal auf das Thema wieder aufgreifen, aber wir werden uns erstmal hier umschauen und beobachten, was hier so abgeht, was wir hier machen müssen. Ob wir uns mit Elise treffen oder mit irgendjemand anders. Elise ist da. Wie erwartet? Was soll das? Robespierre. Er hat diesen Tag zum Feiertag des höchsten Wesens erklärt. Ein Tribut an die Tugend der Nation und die ihr zu erweisende Bürgerpflicht. Warum klingt das so vertraut? Wenn es um die Templerdoktrin geht, ist sie sehr frei interpretiert. Ah, okay. Hier werden wir nie nah genug an ihn herankommen. Ziehen wir uns zurück und warten auf einen besseren Moment. Du denkst noch wie ein Assassine. Diesmal habe ich einen Plan. Oh mein Gott. Wie lautet er? Denke wie ein Templer. Denke wie ein Templer? Einfach reinlaufen oder was? Oh, die ist das mit. Alter Schwede. Egal. Kriegen wir uns mal nicht über die Bugs auf. Mal schauen, was uns da drin erwartet. Und ich habe mir jetzt überlegt, den Schleuderabend, ihr kennt ja noch den Schleuderabend, der immer jeden Samstag kam, der wird jetzt höchstwahrscheinlich Dienstag, Donnerstag und Samstag kommen, höchstwahrscheinlich. Wir hätten so einfach alte Spiele oder Spiele wieder angetestet, zum Beispiel ist DayZ jetzt im Moment im Projekt, das ist DayZ, vielleicht eventuell einen Monat Spiele, ist halt, ich glaube, ja, 12 Folgen von DayZ rauskommen. Oder nur jede Woche ein Spiel. Das heißt jetzt zum Beispiel, dass wir DayZ nächste Woche, jetzt im Februar, die komplette kommende Woche, halt müsste eigentlich, ich glaube, morgen dann sein, die erste Folge müsste dann kommen, so halt antesten, das neue DayZ Stand Alone. So, und was passiert hier? Okay, ist Feuerwerk hochgegangen. Ah. Auf jeden Fall wird gespeichert. Robespierre ist unangreifbar. Och. Die Hälfte seiner Garde ist hier. Wir kommen nicht näher als 10 Stunden ran. Genau wie ich sagte. Aber er ist nicht mehr so populär. Die Säuberung, das höchste Wesen. Wenn wir ihn diskreditieren, ist er am Ende. Ein großes öffentliches Spektakel ist der beste Ort. Ganz genau. Zeigen wir ihn als gefährlichen Irren, wird seine Macht schmelzen wie der Schnee im April. Aber wir brauchen überzeugende Beweise. Ich habe eine Idee, wo wir anfangen. Kommst du? Endlich. Danach. Ich habe eigene Dinge zu erledigen. Yes. Was geht denn bei dir ab? Was haben wir denn vor? Oh, er läuft das mal alleine. Sehr schön. Sehr schön zu wissen mal wieder. 51 Meter. Okay. Mal schauen, was uns da erwartet. Nochmal eine andere Frage. Wo waren wir jetzt gerade nochmal? Wir waren jetzt, glaube, bei den Sinne mit... Ja, DayZ. Ja, es wird höchstwahrscheinlich morgen die erste Folge kommen. Da werden wir so eine halbe Stunde mal DayZ zocken, rumdaddeln. Ich weiß es vielleicht mit jemandem oder mit niemandem. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Und werden mal auf den neuen Patch darauf eingehen, weil da einiges dazugekommen ist. Und das werden wir höchstwahrscheinlich einen Monat mal testen oder eine Woche. Ich denke mal, einen Monat werden wir das testen. Denke ich mal. Und dann zocken wir das nächste Game. Es ist jetzt noch Battlefield 4 nochmal geplant, eventuell, wenn es geht, oder Battlefield 3. Nochmal alte Spiele aufzugreifen. Quid 2, SimCity, Binding of Isaac zum Beispiel. Die ganzen Spiele sind im Moment geplant. Und das werden wir erstmal schauen. Okay, besser geklingt. Ich brauche nur besser geklingt. Ich will eigentlich auch am besten ihn hier treffen. Okay. Sehr schön. Okay.
Ja, habe ich nur jemanden Gutes erwischt. Spring da runter, spring da runter. Sehr schön. Ja, auch Bombe und wir machen was ein. Es ist wirklich am besten, dass wir uns hier drinnen lieber verstecken, wo wir die ganze Aufmerksamkeit auf uns machen. Ja, ich hab mich versteckt, klar. Jetzt könnte man eigentlich wieder woanders lang. Wenn ich jetzt rausgehe, dann bin ich sowieso dran. Einmal vielleicht zu neue Spiele wie Indie Games oder so. Mal schauen. Ja. Würde ja gerne jetzt rausgehen oder so und nochmal alles untersuchen, aber es hat sich anscheinend gar nicht gelohnt. Ich glaube, wir rollen das fast von hinten auf. Dann schauen wir, was da abgeht. Okay, egal. Wir machen das ganz gut und fangen von ganz hinten an. Das sind zwei, okay. Okay. So, die haben mir gar nicht dazugehört, oder was? Haben dazugehört. Kurz sagen. Nicht dazugehört haben, dann hätten sie mich wirklich gewundert. Ich habe jetzt schon mal keine Rauchbomben mehr. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich hier sehr gut umgehen. Alter, da hab ich grad mit, da hab ich grad mitgezuckt, ey. Okay, ich entferne mich gerade wirklich krass hier. Entferne mich gerade. Runterspringen, ja, runterfallen lassen, ja, na, nice one. So heilen, drüber springen, nähern uns schon mal wieder mehr und mehr der ganzen Sache. Rotieren sie einen Alarmklacker. Mach ich da gerne. Von hinten, das ist doch lächerlich, ey. Ich mache ich einen Kopf kürzer. Ja, habt ihr was zu sagen? Plus her, komm, plus her. Ich kill euch. Verdammt, ist der unsichtbar? Ich kill euch, ihr Bastarde. Einfach verschwunden. Oh. Wie
doit être en train d'exécuter une mission secrète. Jawohl. Schön hingelockt und alle zwei getötet. Schön von hinten. So wie es der Hütte mag. Ganz einfach, Batz. So, jetzt müssen wir uns immer um den Trupp hier noch kümmern. Der hier noch irgendwo da ist. Das ist halt sehr komisch. Sind hier in der Nähe irgendwelche? Nö. Ist niemand. Ist niemand. Ja, spring doch runter, bitte. Mal sehen. Belastende Beweise. Belastende Beweise. Zeitung? Ja, die Zeitung ist, glaube ich, total schwachsinnig. Die Sieste de la Revolution Française. Am Tag nach Marats Tod. Was man nur vom Wohlfahrtsausschuss oder genauer gesagt seiner Anführern halten, denn die meisten seiner Mitglieder sind so nachlässig, dass sie von 24 Stunden keine zweiten Ausschusssitzungen verbringen. So ahnen sie nicht einmal, was dort alles geschieht, und sie machen sich daher nur des Verbrechens schuldig, eine Aufgabe übernommen zu haben, die gar nicht erfüllen wollen. Die Anführer hingegen sind schlichtweg Verbrecher, da sie ihre Ämter auf Schändliste nicht brauchen. Ja, wer sich so durchlesen will, dann macht es halt. Ihr habt also auf keine Lust gerade, es tut mir leid. Sehr faul gerade von mir, ja. Stimme ich euch vollkommen zu. Weiß gar nicht, ob das jetzt so belastend ist. Monsieur, da ihr der Retter der Republik seid, flehe ich euch an, auch der Retter meines Bruders zu werden. Immer noch vegetiert er im Kerker, verhaftet von Patrioten, die in ihrem Heldenmut eifrig, doch unachtsam in ihren Methoden sind. Es wurde nie ein Haftbefehl für André ausgestellt. Und trotzdem bleibt er in Saint-Lazare eingesperrt. Ich hoffe, dass ihr euch nicht der Schrift meines Bruders im Journal de Paris erinnert, da diese dem feurigen Herzen eines Poeten entsprangen. Ich bitte euch nun, falls meine bescheidenen Fähigkeiten je von Nutzen für unsere Revolution waren, verschont meinen Bruder. In seinen Schriften sehe ich das Aufkeimen eines der größten Poeten Frankreichs. Ein Licht, das für alle Zeit strahlen wird. Mit patriotischem Gruß, Marie-Joseph Chénier. Das vielleicht? Weiß ich gar nicht. Ich glaube ja nicht. Interessant, aber nicht besonders hilfreich. Das Buch eventuell. Aber Angst ist zu sehen, ja. Sieht wie ein Tagebuch aus. Ich glaube, das Tagebuch ist es. Dächtig. Würde ich meinen. Genau 5 Uhr morgens soll ein genereller Aufruf in Paris erscheinen. Dieser Aufruf soll alle Bürger, sowie Männer als auch Frauen, auffordern, sofort ihre Häuser in den geliebten Farben der Freiheit zu schmücken. Entweder durch das Aufhängen der Fahnen oder mit Girlanden aus Blumen und anderen Pflanzen. Naja, denke ich mal nicht, dass das so wichtig ist. Wohl kaum geeignet, um einen Tyrannen zu stürzen. Eine Depesche. Was ist eine Depesche? Ein Du. Monsieur Robespierre. Ja, ist es. Sorgt dafür, dass eure persönlichen Ambitionen dem großen Plan nicht im Wege stehen. Das, was wir tun, tun wir nicht für den eigenen Ruhm, sondern um die Welt nach dem Molays Wunsch neu zu erschaffen. Germain. Ja, ist klar, oder? Oder nicht? Oder? Wohl kaum geeignet, um einen Tyrannen zu stürzen. Dann kann es ja nur das sein, oder? Mehr ist ja da nicht mehr übrig. Was ist da nun drin? Tallien, Bourdon, allesamt Abgeordnete des Nationalkonvents. Listen von politischen Figuren, geschrieben von der Hand eines Mannes, der seine Rivalen gern auf die Guillotine schickt. Ja, das sollte doch funktionieren. Verschwinde, oder? Ich dachte. Ich dachte jetzt. So, da gehen wir lieber raus am besten. Ey! Ich will doch nicht auf den Chessbaum da rauf. Den Ernst setzen? Ach,
gerade sagen. So mit Elise sprechen. Hey. Weiß gar nicht, was die immer von mir wollen, weißt du? Ich mache ja gar nichts. Achso, mit Elise sprechen. Was will die denn wollen? Hallo Elise! Nun? Eine Namensliste. Mit etwa 50 Abgeordneten des Nationalkonvents. Alle in Robespierres Handschrift und alles seine Gegner. Ich nehme an, es würde diese Herren sehr interessieren, dass sie auf der Liste stehen. Doch zuerst. Was hat Elise in der Zeit gemacht, wo wir weg waren? Monsieur Robespierre hat private Erfrischungen. Lenkt die Wachen ab. Ich habe eine Idee. Lenkt die Wachen ab. Klar. Ja, wie immer. Wie immer. Ja, zu mehr sind wir nicht tätig. So. Aber sie nähern Wachen niedergeschlagen. Egal. Wir hören uns beim nächsten Mal bei Assassin's Creed Unity mit euren Hütte. Es wird höchstwahrscheinlich gleich in den nächsten Minuten sein, Sekunden sein. Aber egal, für mich, für euch heute, wir uns morgen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Montag. Ich hatte einen schönen Freitag noch. Und tschaußen!